Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Ich habe mir heute mal nicht die Haare gemacht, weil wir wahrscheinlich gleich noch ins Wasser springen, je nachdem, ob es die Gelegenheit erlaubt oder eben nicht. Genau, wir schauen uns heute einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Und das Spannende an diesem Bunker ist, dass da noch eine deutsche 88, ihr habt richtig gehört, eine deutsche 88 im Felsen steht. Und das ist natürlich unser Hauptziel. Und da gehen wir beiden jetzt hin. Also, seid gespannt und bis gleich. So, schaut euch mal diese wunderschöne Aussicht an, meine Freunde. Also, es ist einfach atemberaubend hier. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Haben noch ungefähr 150 Meter bis zum ersten Punkt. Und dann müssen wir noch ein bisschen weiter. Also, ein paar Meter haben wir noch. Könnt ihr gerne mit uns genießen. Oh, so schön. Oh, schaut euch das Wasser an. Es ist atemberaubend schön. Und nochmal. Und nochmal schön. Hier kommen schon die ersten Relikte. Das scheint ein Beobachter oder ein MG-Stand gewesen zu sein. Perfekt, um hier die Lagune zu beobachten oder auch zu flankieren mit einem MG. Und jetzt haben wir es auch nicht mehr ganz so weit. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Jetzt sollte es nicht mehr weit sein. Und schaut euch das einfach nur an. Wer will da nicht ins Wasser springen, oder? Selbst ich als Wasserscheuer wäre hier schnell bereit, mal reinzuspringen. Auch hier Struktur am Boden. Wir kommen dem immer näher. Dürfte ein Kabelschacht oder sowas sein. Ja, ist ein Kabelschacht. Nein, es ist zu. Ah, vielleicht haben wir ja Glück. So, Beobachter. Sie scheint auf zu sein. Sie scheint auf zu sein. Naja, zwei Motoren liegen hier. Ja, das ist so unterschiedlich ist die Wahrnehmung, Leute. Hier finden wir noch einen alten Motor. Und noch einen zweiten alten Motor. Das könnten die Dieselaggregate gewesen sein. Hat man natürlich alles, was brauchbar ist, hat man demontiert. So, irgendwelche alten Sachen, die stehen eher an der Wand. An der Wand, das habe ich. Ja, da merkt man, dass ich aus dem Ruhrpott komme. So, das ist die Tür. Höchstwahrscheinlich noch original. Wir verschließen natürlich wieder. So. Boah! Emily? Achso. Ah. Ich dachte schon, sie wäre hier ein paar Meter weiter rein. Wow, Leute, schaut mal. Mega! Ist das geil? Alte Gittertür. Hier sehen wir noch die alten Bohrlöcher. Boah, schön kühl. Boah, ich bin total aufgeregt. Hier geht's rechts ab.
Jetzt noch die Originaltür. Oh, ist das groß. Eine Schabe oder ein Tausendfüßler. Ganz viele hier an der Wand. Wahrscheinlich die Munition. Boah! Treibstoffbehälter. Mehrere. Und immer gucken, was auf dem Boden liegt, Leute. Eine Höhenrichteinheit einer 8,8. Leute, eine Höhen, nicht nur eine, es sind mehrere. Schaut euch das an. Hier liegt einfach Zeug von einer 8,8. Hier ist die Höhenrichteinheit. Und da ist noch eine. Unvorstellbar. Unvorstellbar, was hier noch rumliegt. Glaubt mir, einige Museen würden hier richtig, richtig viel Geld für bezahlen. Und das liegt hier einfach auf dem Boden und vergammelt. Okay. Ach, keine Ahnung, was das ist. Die gehören eigentlich da rein. Okay, aber wir gehen weiter, oder? Hast du schon was entdeckt? Oder gefällt's dir? Sieht gut aus. War da noch was? Nee, von da sind wir ja gekommen. Gut, ja, ich bin ja hier den Gang gegangen, deswegen. Ich auch, aber da ist ja nichts. Ja, guck mal hier. Geht's noch weiter? Oh. Es gibt sogar noch Fußbodenbelag. Lang und da geht's auch lang. Immer rechts. Immer rechts. Aber komm mal her. Ich gehe da mal hoch, film mich mal. Wahrscheinlich die Latrinen. Einmal hinten durchgucken. Gib mal her. Dankeschön. Nur, dass ihr mal wisst, wo wir hergekommen sind. Hier bricht der Stein schon raus. Und hier hat man vielleicht geschlafen. Oh, komische Grillen oder so. Und immer gucken, ob nicht noch was darunter liegt. Aber in dem Fall nicht. Nur irgendwelche Tiere holen sich das hier wieder. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter. Nee, hier, ich lass das fallen. Oder so. Noch besser. Das ist eine ganze Kamera? Mhm, in deine Hände. Dankeschön. Also mal rechts. Man hat hier wirklich so einen Sturz eingearbeitet. Leute, das ist einfach riesig. Das ist einfach riesig. Wahrscheinlich für Munition. Auch wenn die Tür ganz, ganz dünn ist. Und überall die Grillen hüpfen hier rum.
Zum Glück nicht. So, ihr habt schon. Ja. Boah, Stacheldraht. Originaler Stacheldraht. Sind das wirklich Drillen? Ich hoffe. Die sind so hässlich. Mhm. Also, ja. Schadenverteidigung. Boah, wenn wir jetzt hier ein Datum drauf haben. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Alter, hier ist alles voller Stacheldraht. Original, wie man das damals im Zweiten Weltkrieg hinterlassen hat. Unangetastet. Das ist schon brutal. Leute, das mit dem Stacheldraht ist schon brutal. Da oben geht's raus. Hier könnten eventuell mal Betten gewesen sein. Boah, sind die groß. Boah, sind die eklig. Die sind ganz hässlich, ja. Boah. Alter, die ganzen Wände sind voll von diesen Viechern. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Spinnen oder die Dinger? Ja, Spinnen sind wahrscheinlich schlimmer, aber die Dinger auszuspinnen. Ja, so eine Mischung aus Spinne und Kakerlake, ne? Ja. So, hier stand auch mal eine 8-8 drin. Ich hoffe nicht, das ist die 8-8 und die ist über die Jahre jetzt entwendet worden. Sieht aber anders aus. Also, das sind die Laufrollen. Hier steht normalerweise eine 8-8 oder eine andere Kanone drauf. Und dann konnte die hier in den verbunkerten, Entschuldigung, in diesen verbunkerten Bereich gefahren werden. Hammer. Das originale Tor ist noch da. Auch das, glaubt mir, dafür zahlen Sammler in diesem Zustand. Das muss ja nur ab, also gesandstrahlt werden. Hier läuft eine Routine, ne? Ja, ja. Die musste ja bis hier vorne rausgezogen werden. Hier war der Schaltschrank. So. Nochmal der Blick und richtig gut getarnt. Das ist richtig gut getarnt. Und hier konnte man die Flieger dann abschießen. Richtig gut getarnt. Genau nach danach riecht es hier überall nach Pinien. Pinien, ne? Und hier haben sie wahrscheinlich während der Pause dann auch mal ein Bad genommen. Ich könnte es dir nicht vergönnen. Mega, oder? Ja, schön. So, gehen wir wieder runter. Schwupps. Brauchst du Hilfe oder geht? Geht. Geht. So, oh. Aua, wir gehen wieder rein. Und nochmal der Blick von oben nach unten. Wir kommen wahrscheinlich nie wieder hierhin. Von daher nicht mit der Kamera einfangen, sondern auch mit den Augen. Aber ich gehe gleich nochmal für TikTok rein und wiederhole das Ganze. Und dann habe ich da auch nochmal die Möglichkeit. Ihr seht das Muster in dem Fußboden. Das war, damit man nicht abrutscht, wenn Wasser reingelaufen ist, aufgrund von Regen oder Wellen. Oder nicht so schnell. Stacheldraht wieder. Und diese ganzen Viecher, eklig. Also weltbester Trip bisher, so von den Sachen, die ich gesehen habe. Polen war auch mega, aber das ist hier schon mit Endgegner. Auch Natur. So, hier haben wir wieder einen Munitionsraum höchstwahrscheinlich. Hier liegt so eine Protze, die hat man wahrscheinlich entweder einfach nur aus Vandalismus hier runtergeworfen. Das ist keine Protze, ist Lauf. Hat die Stufen damit kaputt gemacht. Oder man wollte sie klauen. Das ist Metall, ne? Ja. Auch hier stand eine.
69, Leute. Der Kutschi war hier 69. Absolut eben wie drüben mit dem Gitter. Hier sehen wir noch die Schienen. Und das ist doch wohl eine Aussicht, Leute. Boah. Schade, dass wir die Drohne nicht dabei haben. Beziehungsweise schade, dass die kaputt ist. Das ist echt räudig. Aber wunderschön. Schienen. Dann hat man hier eine Befestigung gegen Beschuss. Und hier den verbunkerten Unterstand. So, dann hoffe ich doch mal, und das haben wir nicht bewusst so inszeniert, dass wir jetzt die 88 finden. Schaut mal, hier ist was eingemacht. KI-Kit. Kipner. Kannst du einmal aufs Handy gucken wegen der Hunde? Ja, guck ich mal. Ah, super. Wir haben ja die Möglichkeit, über das Auto nachzugucken, wie es den Hunden geht. Und auch die Temperatur nachzusteuern. Das kann man wunderbar machen. Der Wagen hat Innen- und Außenkameras. Und eine Anzeige im Display, wie viel schlafen Grad beide. Schlafen beide. Und wie viele Grad es gerade hat. Und damit auch derjenige, der außen ist, sieht, dass die Hunde da drin nicht backen. Das ist echt ein Riesenvorteil bei dem Auto. Weil hier wollten wir sie nicht mit reinbringen. Wer weiß, vielleicht sind das auch irgendwelche Flöhe, Sandflöhe oder so. Das wäre natürlich dann richtig räudig für die Hundis, aber auch für uns. Kabel scheint neuer zu sein. Bah, noch mehr von diesen Viechern. Alles voll. Hier hat man wahrscheinlich die Sachen gewartet. Noch ein Kanister. Da wird wahrscheinlich auch wieder eine Kanone sein. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt so langsam zu der Kanone kommen, die noch existiert. Also zu zweit ist okay, ne? Alleine wäre wahrscheinlich gruselig. So ein Notausgang. Hier haben wir noch die originalen Fassungen. Legen wir mal zur Seite. Nicht, dass die noch kaputt getreten werden. Boah, ist der groß. Okay, das schenken wir uns jetzt. Ja. Ja. Willst du hochgehen? Nein, wir gucken gleich nochmal von außen. Ja. Die sehen hier ganz so fit aus, die Stäbe. Doch, die sind schon noch. Aber das machen wir gleich. Lass uns erstmal nach der 88 gucken und dann können wir da nochmal gucken. Ja, nach der Praline. Warm, ne? Gut, dass hier so ein Windzug herrscht. Boah, das ist riesig, ne? Absolut riesig. Hier wird wieder die Munition gewesen sein. Die Shells waren auf jeden Fall größer, deswegen sind die Kanister von was anderem. Hier steht sie auch nicht. Die Frage ist halt auch, wie kriegt man die raus? Weil die kriegt man ja nur in Einzelteilen raus. Aber wir haben hier gerade die Höhenrichtwerke gesehen, die waren mindestens mal abmontiert. Das ist auch irgendein Teil für die Befestigung. Das ist alles weggerostet. Also die Profis unter euch, die wissen wahrscheinlich hier gerade, was wir sehen. Raucherzeuger.
Okay, das ist aber was Aktuelles. Hier wieder die Dinge, um die 8-8 zu bewegen. Auch hier wieder. Puh, das ist wirklich richtig warm, Leute. Da unten das Meer. Theoretisch ist der Notausgang da oben drauf. Du gehst außen lang? Ich guck auf alle Fälle, was hier kommt, ja? Alles klar, vielleicht sehen wir uns drüben dann, ne? So, wir teilen uns jetzt mal auf. Vielleicht ist ja oben noch was, was wir sonst nicht sehen würden. Hier ist auf jeden Fall ein weißer Strich. Vielleicht wisst ihr, wofür der weiße Strich damals war. Auch hier irgendein Teil, gerade übersehen. Und wir gehen wieder rein. Wir haben kurz vor November und hier ist es noch so brüllend heiß. Also 23, 24 Grad, aber wenn man in Deutschland ist mit 20 Grad, ist das schon richtig heiß. Hier haben wir noch eine Tür. Und diese ganzen Scheißviecher. Blah. Oh! Mich ist so viel angesprungen, Leute. Bäh. Ist das ekelig. Boah, ich fühle mich wie bei Indiana Jones. Ich bin ehrlich. So. Scharte. Fledermaus. Wichtig, wir sind. Das gucken wir uns gleich an. Ich will jetzt die 8-8er sehen. Bäh. Ja, hier war die Munition drauf gelagert, damit sie nicht nass wurde. Hier hatte man wahrscheinlich Werkzeug oder ähnliches. Und ich sehe sie. Leute, da ist sie. Da ist sie. Ich mache jetzt noch ein bisschen spannend. Nach über 80 Jahren steht hier noch eine brandechte 88 German Flak. Da. Emily guckt nur und denkt sich auch, der Typ ist einfach nur bescheuert. Da steht sie drauf. Da steht eine deutsche 8-8, wie man sie nach dem Krieg hinterlassen hat. Marktwert wahrscheinlich mehrere Millionen. Steht hier einfach rum und vergammelt. Schaut euch das an. Schaut euch das bitte an. So, ich werde jetzt mein Zelt holen und hier schlafen. Da steht sie. Hier wurde sie rausgeschoben, stand dann hier und hat den gesamten Flugraum mit den anderen dreien, es war also eine Batterie aus 4 Stück oder vielleicht sogar 5, wir gucken gleich mal, und hat dann das Flugfeld hier freigehalten. Hier sehen wir sogar noch die Protze, Entschuldigung, nicht die Protze, sondern die Stempel. Die wurden runtergelassen für einen besseren Stand. Ja, man könnte doch sagen, das ist eine Protze. Alles zusammen ist eine Protze. Nicht für einen LKW, aber für Schienen. Für Schienenersatzverkehr, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich würde das Protze als Protze bezeichnen. Vielleicht gibt es da aber auch einen anderen Namen für. Und schaut euch mal an. Hier sind noch ein... Alter Schwede, ist das schwer. Scheint ein Getriebe zu sein. Oder hier.
Ein Stempel für den Boden vielleicht. Und wir gucken jetzt uns einmal diese wunderschöne Lady einmal im Detail an. Der Deckel war hier drauf. Mal gucken, ob das Höhenrichtwerk noch hier ist. Wer weiß, ob man die noch bewegen kann. Leute, das ist nicht euer Ernst. Man kann sie noch bewegen. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Schau mal, wie einfach die zu bewegen ist. Und wie schnell. Wie viele Leute können behaupten, dass sie mal eine echte 8-8 bewegt haben? Kann man ja. Wir müssen gehen. Hier ist sogar noch der alte Stecker mit den Bezeichnungen. Das haben wir alles schon angeguckt, der Bodenanker. Ich mache noch einmal ein Walkaround. Ich hoffe, dass ich die Speicherkarte nicht verliere, bis ich zu Hause bin. Weil das Material ist unwiderruflich dann weg. Aber eine Kleinigkeit möchte ich euch noch zeigen. Ist mir gerade beim TikTok-Machen aufgefallen. Man muss immer aufmerksam bleiben. Ja. Die Patrone steckt noch im Lauf. Ich habe versucht, sie rauszuziehen. Es war mir aber nicht möglich. Und dabei ist mir aufgefallen, dass hier alles sich noch bewegen lässt. Nicht, dass wir die gleich abschießen, Leute. Das wäre es ja noch. Ne? Also, crazy. Crazy, 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 crazy. Ich denke, das war der Mechanismus zum Schießen. Ah, nee, das ist gar nicht wahr. Das ist der Verschluss, der ging dann zur Seite von links nach rechts. Warte, das muss man noch mal versuchen herauszufinden. Oh, da ist die Patrone. Boah, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne. Ja, ich glaube, das ganze Ding ist. Ich glaube, der Verschluss fehlt. Ich glaube, der Verschluss fehlt. Ja, der Verschluss müsste fehlen. Einfach wirklich völlig crazy. Die Höhenrichter habt ihr ja gesehen. Hier auf dem Kranz stehen noch Millimeterangaben. Und Staubschutz habe ich auch gesehen. Boah, einfach unvorstellbar. Jetzt packen wir das Ding wieder ein. Und ja, dann haben wir, glaube ich, noch einen Gang. War ein bisschen zu weit. Besser als vorher sogar. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. War mega, mega, mega spannend. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich drin wieder. So, meine Freunde, also, wir sind hier an diesem Spot fertig. Und ich zeige euch noch mal, dass wir die Kanone auch so hinterlassen haben, wie wir sie vorgefunden haben. Allerdings richtet sie jetzt quasi geradeaus und nicht irgendwie zur Wand. Und Emily hatte gedacht, dass wir sie vielleicht noch bewegen können. Aber nee,
Das funktioniert dann nicht. Die Frage ist halt wirklich, ob man die damals mit Hand bewegen konnte oder ob man irgendwas hatte. Das ist eine ziemlich gute Frage. So, tschüss. Wahrscheinlich auf nie mal Wiedersehen. Leider, leider, leider. Stell dir mal vor, da ist was drin. Du brauchst ja eigentlich nur so einen kleinen Motor. Wofür? Na, wo du quasi hier so ein Band einschlägst, also eine Kette einschlägst und dann zieht er dir so. Ja. Ich glaube nicht, dass du die Garage bewegen kannst. Das ist die Frage, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier hinten ist die Patrone drin, da kannst du noch mal gucken, wenn du magst, falls dich das interessiert. Da ist nichts mehr. Da oben. Da ist sie. Kriegt man die noch raus? Leider nicht, ich hab's probiert. Sonst hätten wir eine 8-8-Hülse. Gefunden. Und hätten wir euch die zeigen können. So, ich glaube, Eingang haben wir. Nee, das war's. Also, wie gesagt, ich wusste das nicht, dass die 8-8 links liegt. Hier haben wir nochmal Stacheldraht. Von daher ist der Spannungsbogen, glaube ich, ziemlich gut geglückt. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, sammle ich mal Emily ein und melde mich gleich nochmal. Dann gehe ich mal eben noch den Notausgang, oder? Kurz hoch. Wo, weißt du noch, wo der war? Oder da einen weiter, ne? Der war doch sofort um die Ecke rum, oder? Genau. Ja, dann war der nicht da. Ach, guck mal, da sind Leitungsschutz, was da draußen rumliegt. Ich dachte, das wäre Rohr. Da liegt auch Leitungsschutz, weil man die Kabel geklaut hat. Ich glaube, das war der Ausgang. So, das machen wir noch, weil wenn wir schon hier sind, dann wollen wir natürlich auch alle Bereiche entdecken. Ja, hier ist er. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Sie sehen nicht mehr gut aus. Ja, das kannst du vergessen. Das würde ich auch nicht machen. Schaut mal hier. Du kannst ja mal auf eine drauftreten. Nee, ich komme ja alleine schon da nicht mehr hoch. Hier fehlen ja ganz viele. Nee, das lassen wir. Okay, hat sich erledigt. So, meine Freunde, also, wir beiden, Emily und Jörg, wir sind jetzt raus. Genau, diesmal ohne viel Blabla. Tschüss. Der letzte Blick zurück. Und hier die Zufahrt. Diesmal von der anderen Seite. Absolut krass. Absolut krass. Das haben wir auch noch fast übersehen. Ein sogenannter Schweineschwanz. Das sind Stacheldrahthindernisse, beziehungsweise die Halterung dafür. Die sind in den Boden verankert. Und dann wurden dadurch die Stacheldrähte gezogen und oben waren die immer angespitzt, damit sie auch eine natürliche Barriere waren. Und hier gibt es überall so Fundamente. Die sind hier so eingefasst, damit der Stützpunkt gegen andere Angreifer gut geschützt war. Mich würde hier auch nicht wundern, wenn man hier noch Minen findet. Wir treffen uns vorne an der Straße. Wir treffen uns an der Straße. Oder am Auto, Emily, am Auto. Ja, man. Oh. Eine Gun Position gefunden, wahrscheinlich von der 2 cm Flak. Aber hier werden gleich, glaube ich, Spinnen und Schlangen sein. Schaut euch das mal an. Munker.
Jahreszahl drauf? Nee, aber die haben hier gut gesoffen, die Jungs. Man muss hier immer wirklich links und rechts gucken, ob man nicht noch irgendwas findet. Schaut euch mal diese Riesenspinnen an. Leute, die Gänge gibt es doch bestimmt nicht umsonst hier. Ja. Okay, Spinne, 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 Riesenspinne. Okay. Vielleicht doch nur ein Zugang zum Wasser. Mega. Ein geheimer Strand, Leute. Unfassbar schön. Unfassbar schön. Ich bin verliebt in diese Insel. Und ich bin normalerweise immer auf Achse, immer auf Tour. Aber hier könnte ich lange, 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 lange Zeit verweilen. Spinne? Aber es ist zu warm. Also wenn, dann müsste ich jetzt ins Wasser springen. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Auto. Genau.